Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Wenn ihr gedacht habt, genauso wie ich, dass die Schatten der Höhle vorbei ist, dann habt ihr euch getäuscht. Ich habe nochmal nachgeschaut, ob ich wirklich die Schatten der Höhle so durchgekämpft habe, wie man es soll. Nein, ich habe noch voll die Gänge vergessen. Obwohl ich dachte, ich wäre schon überall lang gelaufen. Nein, ich hab's bis hierhin geschafft. Fragt mich nicht, wie ich es bis hierhin geschafft habe. Ich habe mich auch hier irrsinnig oft verlaufen. Aber hier, schaut mal, da geht's jetzt irgendwie so weiter und... ja, hier wird es wohl auch noch einen Kampf geben. Die Leute sind wieder ein bisschen umgerüstet. Refia ist wieder halt eine Waldläuferin und Ingus ist wieder ein Ritter und so. Ist auch alles okay soweit. Ich habe den gerade erst so Portionen gegeben. Das heißt, ich greife die einfach mal normal an. Die teilen sich zwar dann wieder, aber das kennen wir ja jetzt schon. Aber jetzt bin ich doch sehr gespannt, was da gleich kommt. Da wird wohl irgendein Bossgegner kommen. Ich weiß aber nicht, wer und wie und wie. Das gehört aber einfach auch zum Hauptquest dazu. Wir brauchen nämlich den Zahn der Erde oder sowas. Ja, und deswegen laufe ich mal hier weiter und schau mal, was jetzt hier so kommt. Ah, hier. Genau. Ach ja, stimmt. Ich habe hier noch ganz viele Genji-Sachen auf dem Weg gefunden. Was heißt viele? So zwei Kisten habe ich noch gefunden. Dann wusste ich schon alles klar. Hier war ich noch nicht. Das sind aber auch alles Sachen für den Dunkelritter. Also jetzt haben wir hier den Genji-Helm. Das ist super, weil das Eisding ist nicht so toll. Genau, Dämonenpanzer und dann die Genji-Dinger. Es gibt sogar noch mehr. Also wir sehen jetzt hier Angriff 220. Das ist richtig gut. Aber leider kann auch nur er das nehmen. Also Ashura hatten wir vorher. Das habe ich jetzt ersetzt. Gegen dieses Kiku Ishimonji und das kann ich leider ja nicht Ingos geben, was ich sehr schade finde, weil der bräuchte eigentlich auch wieder mal ein bisschen mehr Schaden, kann aber nur einen Dunkelritter haben und ich finde, als Dunkelritter ist er nicht so stark, deswegen belasse ich ihn gerade mal als normalen Ritter und gucken wir mal, ob wir das auch mit einem Dunkelritter hinkriegen. Naja, den Genji-Helm bekommen, aber ja, gut, okay. Sie hat hier ein paar Giftpfeile drin, das ist nicht so klasse, aber meine magischen Pfeile, und davon habe ich über 30 Stück gekauft, sind auf dem Weg hierher schon längst wieder alle gegangen. Das geht so schnell. Ich glaube, ich nehme mal die heiligen Pfeile rein. Wenn wir jetzt gleich da hinkommen, dann ist das schon mal ausgerüstet. So. Ah, nee, hier waren wir noch nicht. Und da dachte ich, ich habe das schon längst hinter mir. Das gibt's ja wohl nicht. Immer dasselbe Theater. Den Arc lasse ich natürlich als Weißmagier gerade drin. Es ist einfach unvermeidbar, glaube ich, dass man Weißmagier hat. Also ich dachte immer, vielleicht komme ich auch ohne gerade durch. Aber Vorteil ist, bei dem Hin und Her bei Arc, der ist als Schwarzmagier auf Stufe 30 und genauso auch gerade als Weißmagier. Also egal was. Wir nehmen, er ist gerade gleich gut. Gut, wir könnten natürlich jetzt auch gerade auf Stufe 60 sein, hätten wir von vornherein das so gemacht. Aber man hat so ein bisschen noch die Möglichkeit, das auszugleichen. Und das finde ich in diesem Spiel auch gar nicht schlecht. So kann man von allem so ein bisschen mal was sehen. Und, ja, mal gucken. So, der ist auch weg. Weg, weg, weg. Wir wollen nämlich weiter. Das sollte ja eigentlich schon längst im letzten Part erledigt sein. Und was mache ich? Verlaufe mich die ganze Zeit und laufe wieder raus. Oh, das sieht doch ganz gut aus, aber ich habe Schiss, den zu nehmen. Vorher werde ich mich mal kurz heilen. Da kommt bestimmt was jetzt auf uns zu. So, machen wir mal so. Wir haben ihn gefunden, den Zahn der Erde. Wer wagt es, das ewige Siegel zu brechen? Ein dunkler Schatten greift dich an. Toll. Wer ist er denn? Der sieht ja auch urig aus. ich greife den mal normal an. Und beschieß den mal. Greif den nochmal an und du machst mal ganz schnell Protis auf dich.
ist schon mal gut, über 3000. Na? 2000 ist nicht so viel. Autsch, aber geht noch. 500 ist auch nicht gerade wenig, aber... Ja, okay. Opfer dich mal. Und greif mal normal an. Und du machst mal Vitra. Bitte auf Ingus. Ingus müsste eigentlich immer automatisch so ein Was war das denn bitte? Refia, ich bitte dich. Steht Refia irgendwie in der hinteren Reihe, dass sie so schwach ist? Die war doch vorher als Zweitläuferin so stark. Was wird denn das? Ja, immer schön andere nehmen. Das machst du gut, du Ding. Wir machen gerade voll wenig Schaden. Warum? Vielleicht sind ja die Pfeile nicht so das Richtige. Im Angriff, das geht dann hoch. Nehmen wir mal die Eisenpfeile. Mach mal, hier. Ja, das klingt doch schon besser. Diese Eisenpfeile. Und über 4000, das ist doch gut. Immer drauf, Leute. Er macht ein Beben. Au. Okay. Du greifst aber trotzdem weiter normal an. Und deine Hilfe brauche ich jetzt mal, weil das schafft der Ark jetzt sonst nicht alleine. Eigentlich müsste ich mal ein Protiss machen. Aber ich mache mal erstmal Fikra. Ach super, ich habe ihn schon. Sehr gut. Dann war der doch nicht so stark, wie ich jetzt Angst hatte. Supi! Zahn der Erde erhalten. Jawohl. Ey, das... Mit dieser Höhle hier, echt, es gab so viele verschiedene Winkel. Oh, ja. Und wenn man dann in ein Gebiet weiterkam, sah es schon wieder aus wie vorher. Deswegen dachte ich auch immer, ich laufe falsch und laufe wieder zurück. Naja. Und jetzt müssen wir zurück zu Dogas Schloss. Ich freue mich schon, Unai und Doga wiederzusehen. Aha. Wie jetzt? Können wir uns nicht jetzt mal hier raus teleportieren? Ich habe keine Lust, den ganzen Weg hier wieder zurücklaufen zu müssen. So ein Item hier. Notausgang. Ich meine, die sind voll teuer, aber können wir das nicht benutzen? Yeah! Ich muss nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Das finde ich gerade super. Ist mir egal. Dann spare ich eben Geld und kaufe mir das Ding nochmal. Das ist ja klasse. So, dann können wir ja jetzt hier fröhlich nochmal schlafen gehen. Damit es den Leuten wirklich wieder gut geht. Ach, da bin ich ja froh. Alles ist gut gelaufen und es sind jetzt 8 Minuten. Also ich meine, hätten wir die noch drangehangen beim letzten Mal, das hätten wir nicht so schnell geschafft. Wieso? Auf diese Art, wie ich es gemacht habe. Ja. Kaufen wir nochmal hier von 10 Stück. Immer sehr wichtig, dass wir da welche von haben. Und für Refia brauche ich auch immer stetig Pfeile. Wir könnten sie natürlich jetzt auch erstmal wieder ändern als was weiß ich was. Als halt Dieb wahrscheinlich. Oder nee, nicht Dieb, sondern Mönch, genau. Dass ich da weiter ein bisschen ablevel, weil ich finde sie gar nicht schlecht so mit ihren Krallen. Das wollte ich nur ändern, weil damit ich ein wenn ich Ingus halt ändere als Ritter, dann hatte ich niemanden, der mehrere Monster auf einmal wieder angreifen kann. Und Refia kann das halt mit ihrem Beschuss. Und von daher, ja, 42, 82, 100. Die Metallkrallen, die sehen ganz gut aus. 89, 82, 150. Dunkelkrallen. Oh ja, 215. Das ist super. Körper 30, Arme 15. Das ist super. Dann ist das ja wieder erledigt. Trotzdem möchte ich ein paar Pfeile noch kaufen, weil wir hat gar keine mehr. Und wenn wir mal spontan wieder sagen,
ich möchte... Nee, ich mache nochmal 5 mehr. Wenn ich mal spontan sage, ich möchte sie wieder umrüsten, dann habe ich schon mal wieder ein paar Pfeile im Petto. So, das sind 10 Stück. Das sind nicht viel, aber... Ja. 38. Eigentlich finde ich diese Eisendinger ganz gut, aber gut. Machen wir es mal so. Gibt's hier noch irgendwas? Ich habe nur wieder 18.000 hier. Das sieht schon wieder schlecht aus mit meinem Geld. Gut. Dann sollen wir jetzt wieder zu Dogas Schloss. Jetzt fragt mich nicht, wo Dogas Schloss ist. Also das ist, keine Ahnung wo. Sowas vergesse ich ja auch gerne mal. Wie so Orientierung und so. Jetzt müssen wir erstmal wieder nach rechts. Damit wir hier überhaupt rauskommen. Gott, bin ich froh, dass wir diese Höhle hinter uns haben. Echt, also... Gehst du mal darüber? Genau. Ich hatte beim letzten Mal auch völlig vergessen, dass ich ja in das Schiff kann, um mich zu heilen. Und dachte, ich müsste mit dem Schiff ganz raus, wo ich einmal aus der Höhle raus bin. Dann hätte ich ja auch ins Schiff gehen können, mich zu heilen. Aber das ist halt, weil ich das vorher nie gemacht habe. Und das ist halt voll unser Luxusschiff. Was mache ich hier eigentlich? Bin ich hier richtig? Bin ich hier nicht vor... Doch, bin ich. Ich bin hier links dran, genau. Ich will weg hier. Jawohl, geschafft. Wo ist denn jetzt Dogas Schloss? Warum, okay, wir sind... Da hinten ist... Sorania. Und da ist auch unser anderes Schiff, sehe ich gerade. Das ist ja auch noch da. Ich glaube, das brauchen wir auch noch. Schlösser. Werden die irgendwie anders angezeigt von den Häusern oder so? Da ist eine Höhle. Frag mich nicht hier. Das sind so Sachen, die muss ich immer sehen. Dann weiß ich wieder, ach so, ja, genau, das war Dogas Schloss. Ja. Im Moment stehe ich einfach noch im Schlauch. Müssen wir nach links? Also hier haben wir, glaube ich, Amur irgendwo. Da ist Amur. Dillille. Was haben wir hier direkt unter uns? Weiß man gerade nicht. Weil wir da nicht rankommen. Oder was? Okay. Ich glaube, wir müssen halt hier hoch wieder. Ich glaube, wir fliegen da mal hin. Ich glaube, das war da hinten. Oder war das auf der ganz anderen Karte? Was war denn das nochmal? Ich habe echt ein Gedächtnis, was das angeht, wie ein Sieb. So, da war jetzt eine Höhle. Was ist das hier oben? Da komme ich schon wieder nicht hin. Ist klar. Und wenn wir einfach mal das andere Schiff nehmen, damit ich schneller bin und auch so. Geht das nicht? Wo sind wir hier? Was ist das hier nochmal? Das ist Replito. Okay. Ist ja auch gut zu wissen. So. Oh, ich wollte doch weiterkommen. Komm ja hier auch nirgendwo hin. Mit diesem Schiff hier. So, jetzt kommen wir hier zum großen Dingsgebiet hier wieder. Aber das ist doch Saronia. Das ist doch nicht Dogas Schloss. Oder nennt sich das sogar so? Warum mache ich das hier immer? Ich will meine Karte haben. So. Und ich will zu meinem anderen Schiff mal eben zurück. Komm mir da nicht hin. Dann bin ich schneller. Dann bin ich nicht so langsam. Genau. Müssten wir doch da... Ja, da ist es doch. Super.
So, dann steigt ihr mal hier aus eben. Und dann muss ich mal einmal speichern, weil das habe ich noch gar nicht gemacht. Super. Und dann bin ich mir gerade nicht sicher, ist das nicht sogar die andere Weltkarte? Ich weiß es gerade nicht. Ja, viel besser hier. Dann müssen wir, für jemanden wie mich, der sich einfach von der Orientierung her nicht so schnell zurechtfindet, ist so ein Schiff einfach viel besser. Dann bin ich schneller und außerdem kann das Ding auch unter Wasser. Und irgendwo schlafen und sich wieder regenerieren kann man überall. Sogar Schloss. So. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Karte, kann das sein? Ich glaube ja. Und hier gibt es noch etwas, was ich zu tun habe. Und zwar, das kann ich jetzt auch gleich erledigen, habe ich angeblich laut einem Zuschauer die Kinder vergessen. Ich habe die Kinder vergessen. Und dafür müssen wir nach Tokhul, weil irgendwie habe ich das wohl vercheckt, dass da diese Frau war. Und ich weiß nur aber gar nicht mehr, wo ist Tokhul. Tokhul. So, müssen wir dann nicht hier hin, um wegen Kindern und so? Ist das hier? Warte, da sind doch welche. Hier, guck mal. Dank euch konnte ich aus Heinz Schloss entkommen und in mein Dorf zurückkehren. Vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Ja. Mein Mann ist am Leben. Vielen Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Wir sind doch die Kinder. Ist doch alles super. Ist alles gut. Ich dachte schon, ich habe jetzt hier die Kinder irgendwie hab sterben lassen. Es ist alles in Ordnung. Lieber Countryman, es ist alles in Ordnung. So, das musste ja mal einfach erledigt werden. So, dass wir wissen, dass es den Kindern wieder gut geht, was vor ewig langer Zeit war. Wo ist denn jetzt Dogas Schloss? Ist das das nicht in der Mitte oder ist das Schloss Hain? Das gibt's ja auch noch. Es gibt sehr viele Schlösser. Welches Schloss ist das hier? Schloss Argus. Und das gibt's auch noch. Aber das wollten wir jetzt nicht, ne? Ich glaube nicht. Nein, das war Dogas Schloss, was wir jetzt wollten. Dann hätten wir noch hier eins rechts. Hier, das hier zum Beispiel. Das ist doch super hier. Sieht doch einladend aus. So. Das hier vielleicht? Schloss Sasune. Oh. War das jetzt die Karte oder war das doch die andere? Ich werd verrückt. Ich werd verrückt mit diesem Spiel hier. Wir haben doch jetzt eigentlich alle Schlösser. Ach Leute, ich guck mal eben nach, wo das blöde Schloss ist. Bis gleich. Yeah, ich hab's gefunden. Mit Hilfe einer Weltkarte. Und zwar nicht unserer, sondern einer aus dem Internet. Weiß ich jetzt endlich, dass Dogas Schloss hier ist. Wir sind also doch wieder auf der anderen Karte. Und hängen jetzt hier unten bei der südlichen Insel. Und da war das. Und da musste man so mitten reinfliegen. Und da sind wir. Super. Oh Gott. Dogas Schloss, endlich. Oh. Kommt, es ist nun an der Zeit, dass Unai und ich euch das geben, was wir für euch vorbereitet haben. Wo seid ihr denn? Wir sehen euch nicht. Tretet auf den Kreis und folgt dem Weg durch den Tunnel. Wir werden an seinem Ende auf euch warten. Okay, dann los geht's. Dogas Grotte. Oh je. Weiß nicht, was hier auf uns zukommt. Oh. Hm. Die sind aber stark. Starrer Blick, die wollten uns versteinern, die Schweine. Mach sie fertig, Refia. Einer ist schon mal weg, den anderen machst du, Ingus. Oder auch nicht. Doch, macht er, aber mit nicht so viel Schaden. Juhu. Weiter, weiter. Ah.
Einer ist schon mal weg. Immer diese Monster, die uns einfach nicht loslassen wollen. Ich sehe jetzt schon, dass diese Höhle nicht ohne ist. Aber warum müssen wir jetzt hier eigentlich kämpfen? Wenn wir hierher kommen sollten. Das verstehe ich jetzt auch gerade noch nicht. Aber gut, dass deren Stufen steigen. Das finde ich gut. Weiter, weiter, weiter. Eine Kiste. 10.000 Gil. Wie cool. Da kann ich nicht weiter, 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 weiter. Wir wollen so wenig wie möglich hier blöd rumkämpfen müssen. 10.000 Gil. Super. Mussten nicht kämpfen. Ich freue mich immer darüber. Hier geht's hoch. Eine Kiste. Chocobus Zorn. Was ist das denn Cooles? Warte. Item. Item sollst du gucken. Achso, wir sind ja schon hier. Chocobus Zorn, das müsste doch hier irgendwo sein. Bin ich schon vorbei? Himmelszorn. Chocobus Zorn finde ich gerade nicht. Ist das unter Wichtiges? Nö. Nanu, wo bist du denn? Oder bin ich blind und ich sehe es gerade noch nicht? Geh mal weiter nach unten. Da sind aber unsere ganzen Ausrüstungsgegenstände. Tja, weiß ich auch gerade nicht. Weiß ich nicht, was man damit machen kann. Noch eine Truhe. Phönixfeder. Oh oh. Wenn man schon eine Phönixfeder kriegt, das sagt ja auch schon immer einiges aus. Ich glaube, auf der linken Seite oben war bestimmt auch noch was. Ich glaube, wir sollen immer weiter runter. Was auch unheimlich ist. Phönixfeder. Oje. Was kommt hier auf uns zu? Was auch immer hier auf uns zukommt, das sehen wir im nächsten Part von Final Fantasy 3. Ich muss leider einen Cut machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.